hat den Keks aus der Dose geklaut. Hallo liebe Kinder, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Drytron Megalith Deck Profile vom guten Unkraut. Und ich würde sagen, ich überlasse dir einfach mal die Moderation, mein Guter. Ja, also als ich das Deck zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, es ist wieder nur so ein random Deck, was einfach rauskommt, was Konami relativ häufig raushaut. Aber es ist halt, wie mit Virtual World, es ist halt einfach viel stärker, als man am Anfang gedacht hat. Als ich das erste Mal gespielt habe, dachte ich mir, holy shit, ist das broken, besonders mit Megalith. Dann dachte ich mir, baue ich nur erstmal und ich stehe auf 60 Karten, deswegen habe ich hier eine 60-Karten-Liste mit mir zusammengebaut, die erstaunlich konstant ist. Wenn jemand sagt, 60 Karten ist nicht konstant, Wir haben ja ganz oft online gegeneinander gespielt, er hat kaum gebrickt. Ich habe gehört, jetzt, wir fangen an mit den Drytron-Monstern. Man spielt von den Guten, die Guten jeweils dreimal und dann einmal... Die Guten sind Alpha, Zeta und Delta. Delta und der Gamma ist der mittelmäßige und es gibt noch einen schlechten, den spielt man einfach nicht, weil der nichts tut. Die haben alle den gleichen Effekt. Die können als Kosten sich in der Hand oder im Grave aktivieren und dann als Kosten ein Ritualmonster oder ein anderes Drytron-Monster vom Feld oder der Hand tributen und sich dann rufen und dann machen sie alle was. Alpha sucht ein Ritualmonster, Zeta sucht ein Ritualspell und Delta zieht einfach eine Karte for free. Gamma ruft einen anderen vom Grave, das ist nicht so relevant, das hilft halt nur zum Link-Climben und kann halt gut aufkommen und auch im Grindgame. Was macht der, den man nicht spielt? Nein, welchen Effekt hat der? Achso, was... Der man nicht spielt, der mischt legt einen gebanischten wieder zurück in Grave. Oh, trash. Ja, der ist absolut trash. Gut. Ja, und als letzte Karte ist ein Honorary Drytron, würde ich sagen, ist der Dawn Knight. Der ist wichtig für die Union Carrier Combo. Die habe ich mir nicht ausgedacht, die habe ich auf YouTube gefunden. Die ist absolut insane. Komme ich aber gleich zu, wenn ich zu Ritual Spell komme. Als nächstes, die beste Karte des Decks, ist einfach Benten. Die Karte ist nicht once per turn, wenn sie getributet wird, ist halt Benten. Sucht was. Der Witz ist, dass Drytrons Benten tributen als Kosten und Benten dir dann quasi alles sucht. Du kannst dir damit, ja, Lancia suchen, eine weitere Benten suchen, Manu suchen, Herald of Orange Light suchen für Noodle-Fiber-Kombos, Natasha suchen. Also, die Karte ist, und sie ist halt nicht once per turn und. Nicht schlecht. Sie ist halt ziemlich strong, so. Es ist halt Benten. Wenn man es spielt, dann weiß man, warum es broken ist. Wenn das Deck übrigens geatet wird, dann wird Benten limitiert, das ist meine Prediction. Oder auf 0. Ich meine, was machen sie ohne Benten? Ohne Benten ist das Deck tot. Hast du ja vorhin gesehen, ja, siehst du? Ja, ohne Benten ist es basically nur noch Megalith. Nächsten sind die ganzen 5 One-Off-Monster, ist einmal Manu, Lancia, Scythe, Herald und Gamma. Tolles Teil. Ein Gamma und das erkläre ich gleich. So, erstmal zu Manu. Erst ist es halt Manu, aber er ist halt suchbar durch Benten. Und die Sache mit Drytrons ist halt, sie locken dich davon, dass du Monster, die man nicht normeln kann, dass du die nicht specialen darfst in der Runde, wo du die benutzt. Das heißt, du hast quasi eine Normal Summon und halt machst den Rest mit Extra Deck und Ritualmonstern und den Drytrons. Manu willst du eigentlich nicht suchen, aber erstens Going Second ist Manu halt einfach die bessere Normal Summon, die suchbar ist durch Benten und Benten ist durch das ganze Deck suchbar. Und zweitens kann dir Manu helfen in Händen, in denen du noch keinen Megalith-Access hast. Dann als nächstes Lancia ist einfach, ja, es ist halt ein superer Lancia, mehr muss ich dazu nicht sagen, oder? Mhm. Ist halt Scythe, sick gegen Eldritch und sowas. Ja. Lancia ist auch broken gegen, nicht das Mirror, gegen, wie heißt es nochmal, Dogmatica. Virtual World. Ja. Gegen Dogmatica ist nicht so gegen gut, Dogmatica aber ist halt auch gut, gegen Virtual, keine Winner. Naja, du kannst die Karte halt immer in deiner Combo suchen und es ist halt auch ein Win gegen Dino. Dino going second macht gar nichts gegen das Deck, weil du Lancierst die einfach und dann, was wollen sie tun? Nächste Karte ist halt Scythe. Die Combo endet auf Scythe mit Dacta, aber du kannst sie theoretisch auch suchen. In ganz weirden Szenarien kannst du sie suchen. Und kommt aber seltenst vor, dass du sie mit Benten wirklich suchst. Du setzt sie meistens mit Dacta und poppst sie dann im gegnerischen Zug. Und das ist meistens das Hauptpart des Endbots. Mhm. Nächste Karte ist halt Herald of Orange Light. Die ist zwar eine Entrap, aber dafür spiele ich sie nicht. Eigentlich ist es nur ein Tuner, den man Normal summonen kann, der nicht komplett nutzlos ist und den man halt mit Benten suchen kannst. Ja. Du willst sie nicht als suchbare Handtrap benutzen? Das ist ein gratis Negate. Gratis Gamma, den du dir suchen kannst. Naja, du gehst dafür minus 1 und wofür willst du deinen Gegner gammern, wenn du ihn boardwipen kannst, einen Omega noch bauen kannst und unter einem Scythe hast? Die Karte, ich habe sie auf 3 ausgetestet, so wie es in den meisten Builds gespielt wird, auch in den Herald Builds, aber mir gefällt sie auf 1 einfach besser. Und sobald Diviner rauskommt, Diviner macht das gleiche, nur sie sendet noch einen Herald und sucht dir dann was. Und ist auch ein Tuner, die Karte ist absolut busted. Wenn die rauskommt aus dem OCG, dann werde ich den Herald cutten und für Diviner ersetzen. Auf 1 oder auf 3?
Diviner auch nur auf 1, weil man kann sie halt mit Benton suchen. Obwohl, ich werde es wahrscheinlich auch auf 3 testen, aber ich würde momentan sagen, eher auf 1. Ja, okay. Und man kann sie eigentlich auch auf 3 spielen, ne? Ja, man könnte sie auch auf 3 spielen wahrscheinlich. Weil sie halt, sie ist Mann und Moodle Access gleichzeitig. Ist ziemlich strong. Nächste Karte ist der One of Gemma. Also, Gemma ist ein Level 2 Tuner, der nicht genommelt werden kann. Das Special ist das Ding einfach aus Nudelfiber, mit Nudelfiber. Ich habe andere Targets ausprobiert. Es gibt halt kaum andere Targets. Es gibt ein Ruling, es gibt ein Level 3 Maschine, der auch nicht genommelt werden kann. Zumindest steht das auf der Karte drauf, aber die Karte hat so schlechtes Problem Solving Kartext. Ja, das Magnetding da, das ist ein Ruling, dass du die kannst du nicht mit Nudel rufen. Wie mit Karetokage. Da fehlt halt noch eine Line of Text, die sagt, muss erst durch den Effekt gespecialt werden. Ja. Das ist das, ja, was ich sagte. Ja, und nach dem Siden, man sieht schon im Side-Deck sind noch 2 andere Gamma und ein Driver. Gamma quasi auch noch eine Handtrip. Aber man ruft sie eigentlich hauptsächlich aus Nudel für den. Ja, Kopf. Gamma kannst du halt nicht im eigenen Zug resolven, das ist halt Bullshit. Kannst Gamma nehmen, der gar nicht. Ja. Ja, klar kannst du sie resolven, wenn du Second gehst. Nein, ja, du kannst den dafür Driver nehmen. Ja, da. Wenn du einen Driver specialt, das ist halt scheiße. Ja, eben. Dann kannst du keinen Dry-Transfer benutzen. Mhm. So, jetzt kommen wir zu den nächsten Karten. Zu den Megalith, die quasi. Der Ritual-Patz in Evia spielst das Deck Pure, das ist Garbage. Du spielst es mit Herald, das ist nahezu Pure, aber das macht wenigstens was. Oder halt mit Megalith. Und Megalith gefällt mir am besten, weil das Grindgame einfach insane ist und Megalith an sich einfach richtig strong Karten sind. Halt, als erstes hat man Fool. Die Karte. Jetzt auf Ritual Summon addet sie einfach ein Ritual vom Grave zurück. Und man kann sich damit auch Benton zurück adden. Das ist eigentlich mein Hauptplay. Fool add back Benton. Und du kannst dann Fool-Effekt benutzen, auch in der gegnerischen Main-Phase, um irgendwas zu tributen, muss nicht mal Fool selbst sein, irgendwas von der Hand oder Feld tributen, um einfach ein Megalith vom Deck-Ritual zu beschwören. Und das ist ein Quick-Effekt. Ja. Ich glaube, ich muss nicht sagen, warum die Karte stark ist, oder? Ja, klar. Weil die kann halt dann nochmal Benton tributen. Pop 5 oder 3. Ja, 3, nicht 5. Ja, du kannst im gegnerischen Zug damit Bethel rufen, aber auch in deinem Eigenzug ist es eine super starke Enabler-Karte. Mhm. Und sie ist halt sehr leicht zu rufen, wegen der Dry-Trons. Wenn Full Resolved ist eigentlich meistens Game, also Going First. Ja. Yeah. Zu den nächsten Karten ist halt Ophiel. Ophiel ist halt in dem Deck gar nicht mal so strong, weil Ophiel ist eigentlich nur eine Extra-Kopie von Fool. Mehr macht die Karte nicht. Im Grand Game tut sie nicht so viel. Viel wichtiger für das Deck ist Haggith, die nächste. Die sucht dir nämlich eine Spell and Trap. Das ist zusammen mit Unformed auch Fool Access, weil du dann Unformed suchst und Haggith wegtributest für Ophiel mit Unformed. Aber die Karte sucht dir auch die Trap oder den Field Spell und die sind auch Teil des Endboards und Teil eines unglaublichen dummen Plus-Loops, weil du gehst halt damit jeden Zug plus 2 oder plus 3, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Also plus 2 bis 3, auch im gegnerischen Zug und ermöglicht halt Boardwipes durch die Trap. Und das wird auch in jedem Deckprofil angemerkt. Ophiel und Haggith sind nicht once per turn zum Suchen. Das ist total broken. Stimmt, achso, ja, das ist ja, deswegen kannst du das ja überhaupt machen. Aber Falle die beiden sind nicht once per turn zum Suchen. Früher mit Block Dragon war es mit Ophiel relevant, weil man sich quasi so viele Erde suchen konnte, wie man wollte, für Block Dragon Access. Aber Block Dragon ist halt Gun und mit Drytrons halt auch nicht mehr stark. Mhm. Wäre auch nicht mehr so stark. Na klar, wäre er noch stark, aber ja, vielleicht nicht in dem Deck. In dem Deck wird man ihn nicht spielen. Ja. Yeah. Na, vielleicht auf 1 mit Union Carry halt immer noch, aber. Nein, er sorgt dafür, dass du Drytrons nicht mehr aktivieren kannst. Ach, warte, soweit hatte ich nicht gedacht, nevermind. Ja. Ja, gut. Gut, als nächstes die Big Boys von den Megaliths. Das ist einmal Bethor und einmal, wie heißt Farlek. Das denn nochmal? Farlek und einmal Farlek. Die beiden sind quasi von der Hand wie Ritual Spells, sie sind einfach Ritual Spells in der Hand. Aber sie haben beide auch einen coolen On-Field-Effekt. Bethor, wenn er Ritual beschworen wird, poppt er einfach viele Karten, halt je nachdem wie viele Ritual-Monster mit verschiedenen Namen du im Grave hast. Auch wenn du den gegnerischen Zug poppst, das ist quasi dein Boardwipe, den du benutzt. Und die andere Karte, Farlek, ist einfach ein richtig, richtig großer Beatstick, der dein ganzes Board auch noch fetter macht. Und, also einfach nur für Dragoon eigentlich. Basic. Ja, und für Winder. Und so. Anders kommst du über Winder nicht drüber. Yeah. Winder ist echt schlimm gegen das Deck. Alles andere, ne? Schism Set ist Game gegen das Deck. Und Droll auch, aber durch alles andere kommt das Deck eigentlich durch. Hast du nicht irgendwie Spelltrap Removal suchbar in dem Deck? Du kannst doch halt rein theoretisch Herald of the Purple Light spielen. Nein. Okay. Ich stehe nicht so auf Bricks. Das Ding ist nicht mein Tuner. Ja, gut. Kommen wir zur nächsten, zur Honorary Best Card, das ist Natasha. Ja,
einfach mal vorstellen, was passiert, wenn... Natascha, erstens gibt sie dir Life Points. Das ist relativ nutzlos. Aber du kannst sie... Sie kann normal mit dem Drytron Angriff annullieren. Das ist der gute Effekt, oder? Nein. Der gute Effekt ist der Effekt danach. Du kannst sie wenn sie im Grave ist, einen anderen Cyber Angel, Benton ist ein Cyber Angel, banishen, was vom Gegner targeten, sie reviven und das stehlen und das ist nicht once per turn. Und du hast meistens drei Benton im Grave, also. Ja, aber du musst natürlich vorher Natascha richtig beschworen haben. Du musst natürlich vorher einmal Natascha richtig beschworen haben. Du musst, natürlich musst du Natascha vorher. Das ist natürlich ein bisschen unnötig. Aber das ist mit Drytrons nicht so schwer, weil die auch vom Grave-Ritual beschworen können. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Niemand. Ja, Konami, natürlich. Niemand hat sich das ausgedacht, okay. Ja. Niemand hat sich ausgedacht, sie haben es halt wirklich gemacht. Ja. Okay, die nächsten beiden Karten sind vielleicht das, was an dem Deckfall am meisten spicy ist und das, was auch am fragwürdigsten ist, könnte man sagen. Das ist die kleine Mini-Gishki-Engine. Man benutzt sie in der First-Turn-Combo ganz selten, nur wenn die Hand absolut komplett broken ist. Aber gegen Decks, besonders gegen Decks wie... Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Guck, wer ist das nochmal, was du spielst? Infernoble. Nein, das andere. Fabric? Das Decks. Ja, mit, zusammen mit. Dogmatica. Du hast Dogmatica vergessen. Ja. Ja, okay. Also die Karten sind besonders gegen Dogmatica im Grindgame richtig stark, weil du aufgrund der Drytron-Karten jeden Zug Gustdragon beschwören kannst. Einfach jeden Zug, weil der Spell Searcher könnte er nur deine Ritual Spell von den Drytrons suchen und die ist ziemlich nutzlos zu suchen, weil du dir jeden Zug vom Grave zurück adden kannst. Das heißt, du kannst jeden Zug deinen Aquamirror suchen und Aquamirror addet den Gustdragon eh zurück auf deine Hand. Das bedeutet, du hast jeden Zug einfach durch Zeta einen Free Gustdragon. Oh Gott, Zeta ist wer nochmal der Spell Searcher, der ein Ritual Spell vom Deck sucht, okay. Und der sucht sich den Aquamirror, den du durch Aquamirror Effekt immer wieder zurück ins Deck mischt. Und das addet dir dann quasi deinen Gustkraken und du hast den Gustkraken immer auf der Hand und suchst halt jeden Zug den Aquamirror. Plus, du kannst ja jeden Zug aus dem Friedhof wieder reviven. Ja, das heißt, du hast jeden Zug diesen scheiß Loop. Das ist doch Bullshit, was soll das denn? Drytron, schönes Deck, ne? Das Deck kann Eldritch outgrinden ohne Probleme. Also, ich würde sagen, wenn das Deck einmal ins Laufen kommt, outgrindet das Deck so ziemlich alles, außer Shadol, weil Shadol halt Winner hat. Weil Shadol alles floatet. Hier floatet nichts, aber dafür können sie sich alle reviven. Das ist, also nur vom reinen Grindgame ist es das hier schlimmer als Shadol. Shadol hat aber einfach nur Winder und deswegen ist es nervig, wenn du jeden Zug... Das ist einfach nur ein schlechtes Matchup, ja. Ja, aber also outgrinden. Das Deck outgrindet alles, außer, ich würde sagen, Pure Sky Striker in seiner Primetime. Sonst outgrindet das Deck so ziemlich alles. So, als nächstes kommen die ganzen Spells und jede dieser Spells ist eine... Fast jedes eine Consistency-Karte. Ja, Prep kennt, glaube ich, jeder. Prep ist... Literally engage. Literally engage. In dem Deck ist es gar nicht mal so extrem, aber es kommt halt schon vor, dass du die Spell addest. Aber wenn du sie auf der Startend hast, shotgunst du sie meistens eigentlich, um Benton zu suchen, weil sobald du Benton-Access hast und anfängt, die Benton-into-Benton-into-Benton-Geschichte losgeht, ist eigentlich eh over. Also, yeah. Es kommt schon hin und wieder mal vor, dass man First Turn Benton viermal triggert. Das mag schon mal vorgekommen sein. Mhm. Gut, als nächstes die Drytron Field Spell. Wenn sie aktiviert wird, addet sie einfach einen Drytron und hat sie noch einen zweiten Effekt, der absolut useless ist, weil die Karte bleibt in meiner Combo nicht mal auf dem Feld. Weil ich halt noch eine zweite Ritual Spell habe. Ja, gut, aber die aktivierst du doch noch nicht direkt sofort, oder? Die aktiviere ich am Ende der Combo halt. Ja, am Ende der Combo, aber das heißt, du kannst deine Combo selbst vollspielen. Ja, natürlich, aber der zweite Effekt kommt einfach nicht vor, weil das ist einfach eine Mini-Interruption für den Gegner, die einfach Attack reduziert. Aber die einzige Ritual Spell, die du spielst, ist halt Meteonis, ne? Also, Meteonis kann durch annulliert werden, okay. Ach so, ja, darauf... Kommt das Level reduzieren irgendwie auf? Nein, das ist die Interruption, die ich meine, dass die... Ich hab schon ganz vergessen, dass Ritual Spells dadurch nicht negiert werden würde, weil niemand versucht, diese Ritual Spells zu negieren, weil das einfach absolut useless ist. Weil alle anderen Karten sind besser zu negieren. Ja, gut. Als nächstes halt Terraforming ist halt die vierte Kopie davon. Mhm. Weil die Karte sucht dir die nächste Karte und die nächste Karte ist absolut stupid. Yep. Das ist Nova. Nova ist einfach Emergency Teleport. Und im Gegensatz zu den ganzen Drytron-Effekten, die in Death Special, kann die in Attack Special. Drytron sind 2000er Beatstick, das heißt erstens, going second Special, so damit ein 2000er Beatstick aus dem Deck. Zweitens, gibt es hier Drytron Access. Du suchst dir einfach jeden Drytron, den du noch brauchst. Die Karte ist zwar once per turn, aber trotzdem in einem 60-Karten-Deck kann man die komplett... Auch in einem 40-Karten-Deck solltest du drei spielen. Wahrscheinlich.
Ich habe keine Ahnung, ich habe das 40-Karten-Deck nie getestet, aber ich habe schon Varianten gesehen, wo du zwei Fields. Wenn du den Platz hast, dann ist auch fair enough, drei davon zu spielen. Das, ich meine, es ist Access zu einem von jedem davon. Bullshit. Die Karte ist einfach gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Man freut sich auch darüber, wenn man die sieht. Und ganz im Ernst, wenn du eine tote Karte auf deiner Hand hast, du gehst in dem Deck sowieso so viel Plus, das juckt auch kein Schwein mehr. Ja, und das ist halt wahrscheinlich noch so mit das beste Ash-Target von dem Deck, von den ganzen. Na, wobei, die Adden vielleicht sind bessere Ash-Targets, also. Ja, das ist debatable. Eine Ash macht nicht so viel gegen das Deck, also gegen richtig schlechte. Ja, eben, aber wenn du schon was Ashen wirst, dann wahrscheinlich so Nova. Oder halt ein Benten. Benten Ashen, das kann auch wehtun. Ja gut, also Benten oder Nova. Aber man kann Benten auf Chainblock. Vor allem, wenn er nicht mit Fool spielt, dann hat er ja kaum einen Weg, um die Benten wiederzuholen. Ja, das ist richtig. Okay. Wenn du nicht Megalith-Build spielst, wenn der Gegner nicht den Megalith-Build spielt, Ash Benten, die erste Benten, dann haben die nämlich kaum Vorder. Wenn sie nicht eine Hand voll mit drei Drytrons haben, dann verliert ihr wenn ihr nur ein paar Basic Handshrap habt, dann ist Benten Ashen das Beste. Mhm. So, zur nächsten Spell, das ist die Ritual Spell, die ist komplett busted, also die ist wirklich komplett busted. Anders als andere Ritual Spells verwendet die Attack statt Level. Du musst also was Tributen, was genauso viel Attack. Wie wir alle wissen aus Team Sams Video, das ist die neue Beschwörungsart, die Konami eingeführt hat. Mhm. Absolut neue Beschwörungsart, die Konami eingeführt hat. Genau. Natürlich, wie konnten wir das vergessen? Das ist Drytron Summoning. Mhm. Wenn einzige Restriktion auf der Karte ist, sie kann nur Maschinenmonster tributen. Ist ja schlecht. Aber sie kann jedes Ritualmonster beschwören, von der Hand oder vom Friedhof. Du kannst einfach. Oh, warte, so kannst du Benten wiederholen. Never mind. Aber Ash trotzdem Benten in den puren Builds. Ja, wenn du damit Benten Ritual beschwören musst, bist du verzweifelt. Oder du spielst den Vanity's Ruler Build und kannst wieder. Ja, aber wenn sie auch. Wenn sie mit. Und triggerst dann Benten. Wenn sie mit Herold spielen, also dem Stufe 6, da können sie auch Benten wieder zurückadden. Also. Yeah. Den spielt niemand. Außer Gurke. Ja, aber ich hab das Deck noch nicht gebaut. Wir werden sehen, ob ich spiele. Wenn ihr Herald spielen wollt, spielt den Stufe 12er. Ja. Und wenn ihr den Herald-Build spielen wollt, guckt euch, ihr kennt wahrscheinlich alle Puck, den schönen YouTuber, der das Deck gefühlt Tier 1 gemacht hat. So ein Arschloch, Alter. Guckt euch seine Deckprofiles dazu an, die sind richtig gut, die sind richtig informativ, wenn ihr die Herald-Version sehen wollt. Der ist auch wahrscheinlich ein 1000-mal besserer Spieler mit dem Deck als ich. Das sagst du. Das sag ich. Achso, die Richard Spell hat noch einen zweiten. Ja, absolut, er hat mit dem Deck getoppt. Was habe ich mit dem Deck gemacht? Ich meine, du hast doch bei keinem so Turnier mitgespielt, aber bestimmt. Ja, eben. Ich meine, das sieht gut aus. Meteonis hat auch einen zweiten Effekt. Sie erdet sich einfach vom Grave zurück, wenn du einen Drytron kontrollierst, indem du ihn um 1000 ATK reduzierst. Das kann manchmal sogar nervig sein, weil du dann sowohl Ophiel als auch Haggith nicht mehr beschwören kannst, indem du nur einen Drytron benutzt, weil die haben halt über 1000 Attack. Mhm. Aber so schlimm ist es eigentlich nicht und die Karte im Grindgame ist halt ziemlich cool, weil sie sich jeden Zug einfach zurückaddet. Das heißt, what the fuck, sobald du die Access zu der Karte einmal hast, hast du jeden Zug eine Free Ritual Summon, wenn du einen Drytron im Grave hast. Ja, aber das ist so eine von den Karten, bei denen du ja meintest, die könnte man cutten. Ja, man kann sie runtercutten, weil sie halt suchbar ist und. Ja, eben, deswegen zwei oder eine. Wahrscheinlich eher zwei. Zwei oder eine kannst du spielen, also eine ist ein bisschen riskant, weil wenn sie gecrowt wird, hast du verloren. Nein, hast du nicht, du hast noch die ganzen Jungs hier. Ja, was sollen die machen? Dann müssen sie auch crowen. Nein, wenn du Gegner nur eine spielst und du die mit Meteonis crowst, dann hat der Gegner verloren, weil er keine Ritual Summons mehr hat. Ich jetzt in meinem Megalith-Bild habe selbst damit ein extremes Problem, weil ich dann nur noch die Big Boys als Ritual Summons habe. Also es ist schon, ich würde schon mindestens zwei spielen, aber okay. Drei sind vielleicht ein bisschen viel, aber ich möchte das Deck halt konstant machen und Access zu der Karte ist halt wichtig. Mhm. So. Ja, speaking nächste of Karte, die ganzen Karten, die einfach Drytron suchen, ist Cyber Emergency, sucht einfach einen Drytron, mehr nicht. Dann also, basically nochmal genau dasselbe. Ja, ja, und sie macht Plus, wenn sie annulliert würden. Ne, gar nicht, aber sie addet sich zurück. Sie addet sich einfach zurück. Ich hatte letztens gegen einen Cyber Dragon Spieler gespielt, der die Karte einfach ein Judgment auf die Karte geworfen hat. Ein Cyber Dragon Spieler. Ja, vielleicht ein neuer Cyber Dragon Spieler, weiß ich nicht. Egal, es ist ein Cyber-Dragon-Spieler, der muss doch wissen, was Emergency macht. Also ich kann es mir immer noch nicht merken, ehrlich gesagt, aber ja. Wir müssen auch eigentlich damit rechnen, dass nicht alle Leute so dumm sind wie ich, aber ja, okay. Gut. Nächste Karte ist Foolish. Foolish ist faktisch gesehen einfach ein weiterer Drytron-Search, weil die sich halt alle auch vom Grave triggern können, genauso wie von der Hand, das macht nicht mal einen Unterschied. Nur, doch, das macht einen Unterschied, denn wenn du sie im Grave aktivierst, können sie geghostbelt werden, in der Hand nicht. Die können auch in der Hand geghostbelt werden, weil sie nicht. Das ist das Ruling, weil sie sagen,
Oh Gott, wegen irgendeinem Wording auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann man sie nicht ghostspellen, wenn sie sich in der Hand aktivieren. Ernsthaft? Ja. Das macht sie nochmal besser. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ach, interessant, man lernt immer noch dazu. Wie gesagt, und Foolish kann zu Not, also es gibt bestimmt weirder Plays, in denen du irgendwelche Megalith-Karten in den Graveyard sendest oder so. Ist noch nie vorgekommen, aber soll wohl möglich sein, damit auch andere Sachen zu senden, falls es mal vorkommt. Gut, Where of Though? Wird's nicht. Where of Though, das sind die letzten Karten, die ich reingeworfen habe, als ich noch ein paar Bricks gecuttet habe, zum Beispiel die zweite Lancia, die halt nie aufgekommen ist. Ich habe früher zwei Lancia gespielt. Die Karte ist kein Starter, das heißt, du musst schon einen Drytron haben. Aber mit einem Drytron kannst du super gut spielen, zumindest wenn du noch Access zu einem Ritual Spell hast irgendwie. Aber mit zwei Drytrons kannst du richtig loslegen. Und die Karte sorgt einfach noch für mehr Konstanz. Die 2000 Damage kannst du im Regelfall ignorieren. Es juckt halt wirklich nicht, dass du 2000 Damage bekommst. Wenn deine Combo durchgeht, hast du eh gewonnen. Die nächste Karte ist Megalith Unformed. Die Karte ist leider keine Ritual Spell. Das ist ein Quick Play, es macht in dem Deck nichts, aber im Prinzip beschwört sie einfach ein Megalith-Monster vom Deck, indem du die exakt doppelte Stufe tributest. Das heißt, du kannst eine Stufe 4 tributen, also auch ein Megalith, und dann damit einfach Pool beschwören. Und die Karte macht einfach mehr Megalith-Konstanz. Die Karte ist einfach mehr Megalith-Konstanz. Und sie ist nicht Once Per Turn. Ja, aber das ist in dem Deck auch nicht so relevant. Das, ist, ja, das war im Megalith-FDK relevant, weil man die Karte geduft hat. Es gab Megalith-FDK. Es gab Megalith-FDK, aber Block Dragon ist verboten, deswegen geht's nicht mehr. Du hast in dem Deck 10-mal Cowboy hintereinander gebaut. Oh, das klingt ja nach Spaß. Das war so ein Gallant Granite-Scheiß. Gallant Granite. Das war so ein Gale Dogra-Scheiß. Wie gesagt, die Karte ist einfach nur mehr Konstanz. Yeah. Und ich habe mal ein cooles Play gemacht, Going Second. Ich habe Manju genommelt, der Gegner hat Manju mit einem Toad negiert und ich habe Unformed angechained und Manju noch als Tribut. Also als besser, dass er nicht. Das heißt, die Karte war einfach dann ein. Ja, Quick Play ist natürlich schon besser als Normal. Aber so richtig relevant ist es in dem Deck nicht. Die Karte ist einfach nur eine weitere Konstanzkarte. Yeah. Und jetzt zu den letzten beiden Karten: Das sind einmal Portal und Emergence. Die Karten zusammen sind einfach komplett busted. Emergence ist eine Trap, die einfach jeden Zug einen Megalith vom Grave ruft. Das klingt jetzt erstmal ziemlich kacke. Aber man muss bedenken, man kann damit Fool widerrufen und Fool ist ein Quickplay Ritual vom Deck. Zweitens, du kannst es im gegnerischen und in deinem Zug benutzen. Das heißt, du kannst auch, wenn du die Karte halt bestehend auf dem Feld bleibt, selbst wenn er dein Board bricht und die Karte noch bleibt, kannst du damit quasi irgendeinen vom Grave rufen und hast dann quasi eine Free Ritual Spell, weil die ja alle Ritualmonster von Hand beschwören können, die Megalith-Karten. Also Ophiel und Haggith. Und eine zweite Sache ist, wenn die Karte dann vom Feld auf den Friedhof gelegt werden würde, wird sie unter das Deck gemischt. Das kann manchmal nervig sein, aber im Regelfall hilft es dir, deine Ressourcen zu recyceln, weil ein großes Problem mit Megalith ist, mit den alten Combo-Builds, du hast alles aus dem Deck rausgeschmissen und hattest dann keine Ressourcen mehr im Deck und was sie auch nicht wieder zurück ins Deck bekommen. Das ist mit diesem Bild und mit Emergence nicht das Problem. Und jetzt zu Portal. Portal kannst du erstens mit Terraforming suchen, das ist sogar einmal vorgekommen, dass ich das gemacht habe. Aber hauptsächlich sucht man die halt auch mit Haggith und man endet halt auf Portal und Emergence und jedes Mal, wenn ein Megalith-Monster gerufen wird, kannst du irgendein Ritual-Monster von deinem Grave zurückadden. Du kannst die Karte erstmal einmal in deinem Zug benutzen, um plus 1 zu gehen. Free. Und im gegnerischen Zug, wenn du was mit Emergence rufst, kannst du damit Benten adden. Das Hauptplay ist, dass du mit Emergence Fool rufst und dann mit Portal Benten addest und dann kannst du Fool-Effekt benutzen, ihn selbst tributen und den Benten tributen, das kommt auf Stufe 8 und besser vom Deck rufen, das gegnerische Board poppen und dann nochmal einen Benten-Search kassieren. In Lancia zum Beispiel. In Lancia zum Beispiel, falls du die noch nicht hast. Oder einfach in mehr Follow-Up oder in eine Natasha oder so, die dann den Gegner komplett auseinander nimmt den nächsten Zug. Ja. Das Side-Deck, das ist momentan hauptsächlich gegen Drytron Virtual World ausgerichtet, weil das dritte Tier-1-Deck, Zodiac Eldritch, meiner Meinung nach das dritte Tier-1-Deck, zerfickt dieses Deck sowieso komplett. Wieso? Was will Zodiac Eldritch gegen dieses Deck tun? Du outgrindest das? Achso, ich dachte, es wird von Zodiac Eldritch komplett zerfickt. Nein. Oh Gott, das Deck hat so ein leichtes Matchup gegen Zodiac und Eldritch, weil Eldritch ist Trash, Zodiac macht kaum was. Wenn du gegen Zeus nicht verlierst, dann macht Zodiac nichts. Darf ich mal erwähnen, dass Zeus eine Maschine ist? Wenn du mit Natasha Zeus klaust, hast du damit Ritual vor, da. Easy. Das ist sogar mal vorgekommen. Ja, also wie gesagt, das Side-Deck ist halt dagegen ausgerichtet. Das einzige Coole darin ist halt das Retaliating Sea, dass dann halt Gale Dogra suchen kann. Wie?
spielt. Ach so, wenn sie auf den Grave geht, ja, sie... Und die Karte gewinnt dir halt das Drytron-Matchup. Ja. Der einzige Nachteil dieses Decks ist, dass es gegen Shifter, Retaliating Sea und Droll sofort verliert. Fair enough. Es verliert halt gegen diese richtig ekligen Floodgates und Winder, aber gegen normale Disruptions hat es einfach gar keine Probleme. Ja, was ist dann noch mit dem Jungen hier im Side-Deck? Der Junge ist quasi... Den zeigt man gegen Control-Decks rein. Er ist ein quasi Skystriker, kann das Ding nicht outen. Wer spielt Skystriker? Niemand, aber ich meine, ich hatte noch zwei Side-Deck-Plätze frei und hab keine Karten mehr vernünftig rausgezogen. Pack Cycle Reader rein, der ist richtig broken gegen das Deck, hat sich vorhin herausgestellt. Ja, die Karte ist absolut busted. Aber ich habe bessere Karten gegen Drytron im Side-Deck und kann halt nichts mehr rausziden. Und die Karten sind halt einfach nett. Dweller hat mir schon zwei, drei Games gewonnen, weil ich sie reingesidet habe. Warum sprachst du denn ja nicht ins Main-Deck und hast dann dafür Enters gegen Dogmatica Main-Deck? Gegen Dogmatica gewinnst du so oder so. Meistens. Oft genug. Wenn du First gehst, auf jeden Fall. Sagen wir es mal so, ich habe keine Lust, dass mein Gegner Maximus resolved und dadurch einfach gewinnt, weil es so ja so Leute geben wie dich, die einfach Game 1 blind Maximus Shotgun. Die das auch im Mirror kaum jemand würden. Ja, im Mirror habe ich nicht so weit gedacht, aber ich meine, kaum jemand spielt Targets für Maximus, weil das Verschwendung im Extra-Deck ist. Ja, mein Deck braucht das Extra-Deck eh nicht und der Dweller kommt halt, du baust ja eh Game 1 nie einen Dweller. Ja doch, das brauchst du eigentlich schon, ich meine, wenn du dann eine IP liegen hast plus einen Deck, dann ist das halt schon echt richtig scary, weil ich nicht noch gegen Avamach spielen will. Ja, okay, ja. Aber nein, man muss es einfach dazu so sehen. Ich würde Dweller Game 1 eh nie bauen, deswegen side ich gegen nicht? Alle Decks. Weil ich nie einen Rang 4 bauen kann. Wenn ich ein zusätzliches Rang 4 baue, dann kannst du eh nicht mit durch mein Board spielen. Ja, dann baue ich lieber eine zusätzliche IP. Ja. Yeah. Wie gesagt, jetzt zum Extra-Deck. Das ist erstens, die letzten beiden Karten sind einfach gegen Zeugs halt, gegen Maximus nochmal. Ja. Ja, sind halt Karten gegen Maximus. Herald kannst du sogar in dem Deck bauen, wenn du noch zwei Drytrons am Ende deiner Combo liegen hast und nicht und nur einer, aber das ist relativ irrelevant. Nee, der baut ja Nudelfall bei so. Nudel, ruft dann Gamma und ein Drytron, aber gleich zu Nudel, was? Die erste Karte ist Linkoribo, die ist einfach nur gut, wenn du nur Nova ziehst und keine Drytrons, weil die können sich ja nur von der Hand oder am Friedhof aktivieren, dann kannst du den einen Drytron, den du mit Nova rufst, weglinken, das kommt vor. Die zweite Karte ist halt Dekta, sie setzt einfach Scythe in deiner Combo, die kannst du irgendwann bauen. Ist halt einfach nett, ich meine, Free Scythe. Da beschwert man sich halt nicht, ne? Mhm. Ja, nächste Karte ist Nudelfiber. Also, ich habe mit Aurora Dawn getestet, mir gefällt das nicht. Ich lasse lieber Nudelfiber liegen und benutze Nudelfibers zweiten Effekt, weil der ist wirklich, wirklich stark. Und den benutzt niemand. Ich benutze Nudelfiber, um Scythe zu poppen, halt deswegen lasse ich ihn das liegen. Aber warum benutzt den niemand? Das ist voll strong. Ja, ich meine, du kannst auch Desert Locust gehen und dann noch Aurora Dawn verlockend, aber. Ich sehe halt den Sinn von Aurora Dawn in diesem Deck nicht, wenn du Aurora Dawns Effekt nicht benutzen kannst, um einen vom Deck zu rufen, weil du die ja alle normeln kannst und deswegen das einfach illegal wäre. Naja, nächste Karte ist Union Carrier. Die Karte kann man halt ziemlich leicht rufen in den Deck, halt mit zwei Drytrons oder zwei Megalith oder Manu und ein Drytron etc. Und die Karte kann halt Dawn Knight equippen. Und die Karte boostet sich dann auf 2000 Attack. Du kannst sie dann mit dem Drytron Richard Spell tributieren, ja. Du kannst sie dann mit dem Drytron Spell wegtributieren, irgendwas rufen und dann triggert sich Dawn Knight und sendet irgendein Drytron. Die Combo habe ich mir nicht ausgedacht, aber die ist halt einfach wirklich strong, um dir noch mehr Drytrons zu geben. Das ist deine Möglichkeit, aus zwei Drytrons meistens drei zu machen. Es lohnt sich auf jeden Fall, die zu spielen. Ja. Yeah. Dawn Knight ist doch kein richtig harter Brick. Naja, die nächste Karte ist halt IP. Ich habe gehört, IP Avramax ist schwer zu orten. Ja, deswegen auch Affenmax. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Du endest halt auf Dekta plus manchmal Nudelfiber. Nee, Dekta denkst du meistens für Nudel weg. Aber wenn du halt irgendwie noch Material dazu hast, kannst du halt IP Avramax bauen. Außerdem gehe ich häufig Turn 3, wenn mein Gegner es irgendwie geschafft hat, mein Board halb zu orten, in IP Avramax. Und erstens outet Avramax Dragoon. Zweitens liegt dann da ein IP Avramax, das ist besser als ein Access Code. Ne? Ja. IP Avramax ist besser als Access Code Best, würde ich mal behaupten. So, die nächsten Karten sind halt Utility, Phoenix, Unicorn, Talker. Access Code Talker ist halt Access Code Talker. Ja, ist mittlerweile halt besser als Borrowed Sword, honestly. Ja, auf in jeden vielen Fall. Situationen. Ich meine, Infernoble ist jetzt eins der wenigen Decks, bei denen wirklich Borrowed Sword besser ist, aber die meisten eher Access Code. Ja, wie gesagt, die Karte ist einfach. Strong. Meistens baut man Avramax, aber die Karte kann halt natürlich auch immer gut kommen. Und man hat halt den Space.
Gut. Und dann zu den Synchros. TG Wonder Magician, die kannst du mit Nudel rufen und die zerstört dann deine eigene Scythe und du kannst die benutzen, um damit noch Synchro zu beschwören. Die nächste Karte ist Cybers Integrator. Die rufst du mit einem Drytron, der auf dem Feld liegt, und dem Gamma, den du aus Nudel gerufen hast, und lässt den liegen und gehst dann mit dem TG Wonder Magician, dem Cybers Integrator, in die nächste Karte und ziehst dadurch dann eine Karte. Ich spiele Omega. Du gehst damit wie machst du das jetzt mit ihm und Wonder Magician? Und TG Wonder Magician im Gegenzug. Und dann zieht der Integrator noch eine Karte. Omega, man könnte Crystal Wing spielen. Ich habe auch lange Zeit Crystal Wing gespielt, aber mir ist aufgefallen, dass ich gegen Combo-Decks mit Scythe eh schon genug mache. Ich meine, was wollen die durch eine Scythe machen, ne? Deswegen spiele ich lieber Omega, weil der erstens noch gut gegen Control-Decks ist und zweitens halt ziemlich cool, wenn der Gegner irgendwelche Scheiße spielt, die deine ganzen Drytrons aus dem Grave banish und den zurückadden kannst. Und zur Not kann man ihn, wenn der Gegner sich so denkt, ja, wir resolven Maximus aber ein zweites Mal gegen Ritual Deckpock, einfach auch senden. Ist auch schon mal vorgekommen. Ja, nächste Karte ist Tornado-Drache. Wenn du es nicht schaffst, in die Nudelfiber-Kombo zu gehen, weil du den Manju suchen musst, um in die Megalith-Karten zu kommen, kannst du auf Tornado-Drache Scythe enden und immer noch deine eigene Scythe bocken. Weil Megalith kann halt gut Rang 4 spammen. Und du kannst die Karte ist halt einfach strong gegen Backdoor-Decks generell. Ja. Gut, und die letzten beiden waren ja gegen Dogmatiker. Genau, und dann, gibt's noch irgendwas, was du hinzufügen willst? Irgendwelche Tipps, wie man dagegen gut ankommt? Wie man dagegen gut ankommt? Spielt Droll. Droll, Retaliating Sea. Ja gut, also Main Deck eigentlich. Wobei Main Deck Droll ist halt auch sucky. Gegen die meisten anderen Decks ist es halt so mittelmäßig nur. Ja, ich weiß. Aber wenn ihr Angst vor dem Deck habt, spielt einfach Droll. Oder spielt Shadol und triggert mich. Spielt Shadol. Irgendwer auf dem Discord mich fragt, ob wir eine Runde spielen können und dann Shadol auspackt, ich bringe ihn um. Nice. Achso, und kommt auf den Discord, der Discord ist cool. Ja. Das sagst du bestimmt nur, weil du jetzt Admin bist. Aber cool. Nein, der Discord ist wirklich cool. Freut mich. Also sind zwar viele kleine Kinder, aber der Discord ist eigentlich ziemlich cool. Alles gut. Gut, dann danke ich dir für das Deck-Profile. Wir haben es über eine halbe Stunde aufgenommen. Oh, what the fuck? Ja, gut. Gerne. Man sieht sich. Tüdelü.